Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner, mein Name ist Daniel, ich bin von spurenteile.de, eurem Online-Shop für die Spur N. Heute stelle ich euch mal ein Produkt vor, was ein bisschen exotischer ist. Ich glaube nicht, dass das so viele Abnehmer findet, aber ich finde es toll. Ich finde, das ist wirklich jetzt einer meiner liebsten Zügel, obwohl er so ungewöhnlich ist. Und zwar haben wir hier von Kato die Serie, die Baureihe, japanisch ist die 251, der Super View Odoriko. Ah! Die kommen hier immer in diesen, da habe ich jetzt nämlich gerade drauf gespickt, in diesen wunderschönen Büchern. Also das ist, gibt es eine schönere Variante, die Sachen aufzubewahren, als diese Bücher von Kato. Und der Antriebswagen ist hier in der Mitte. Der ist aber noch nicht drauf, weil ich wollte euch das erstmal noch zeigen. Also wir haben hier einen neunteiligen Zug. Und der rollt und rollt. Also das ist wirklich... Wieso kann Kato das, aber sonst niemand anders? Das ist so großartig. Da bin ich jedes Mal wieder sehr begeistert davon. So, der Zug, der hat... ich kann dir zum Vorbild kann ich überhaupt nichts sagen. Ich weiß nur, dass er mir gefällt. Also, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ist der nämlich, heißt vor allem deswegen Super View, weil man nämlich vorne und hinten auch noch rausgucken kann. Also, wir haben überall die großen Panoramafenster in den einstöckigen Wägen. Und hier vorne sieht man dann immer die Führerstände und dahinter sind gleich Sitzreihen. Also ich glaube, dass die Passagiere da zugucken können, wie der Zug vorwärts, rückwärts und so weiter und so fort fährt. Deswegen nehme ich mal an, wie das Superview heißen. Man sieht das Innenleben auch ganz schön, weil alles schon mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet ist. Muss man sagen, gut, für den Preis, man kriegt einen gesamten Zug, der ist schon mit Innenbeleuchtung ausgestattet. Das sollte eigentlich, sollte das ja Standard sein, finde ich. Und dann auch noch diese wunderbaren Laufeigenschaften. Aber jetzt tun wir gleich mal hier den Motorwagen drauf. Wie gesagt, der Motor ist in der Mitte, also in einem Mittelwagen. Und da sehen wir auch gleich, da habe ich euch eine Detailaufnahme gemacht, es gibt so Bremsleitungen, die sind an den Kupplungen dran. Also wir haben keinen NEM-Schacht, klar, das sind ja Japaner, sondern wir haben hier so eine, ich nenne es mal Scharfenberg-Kupplungsimitation. Die funktioniert einwandfrei, ist ja auch vollkommen egal, weil es ist ja ein Ganzzug, also da werde ich jetzt keine Kupplungsprobleme mit anderen Modellen haben. Und da haben wir dann eben unten an der Kupplung so kleine Schläuche dran und wenn wir die zusammenschieben, dann haben wir eben tatsächlich so ein geschlossenes Zugbild, als würden da wirklich die Schläuche von einem Wagen zum anderen durchgehen. Ich finde das ganz großartig. Das Kuppeln und Entkuppeln ist ganz leicht, einfach ziehen bzw. drücken. So, und jetzt lassen wir ihn... volle Pulle wollte ich jetzt nicht. Jetzt lassen wir ihn mal fahren. Wir haben hier den Kato Trafo. Also ihr seht auch schon, das geht auch sehr schleichend sehr gut. Und wir können natürlich auch... bisschen schneller werden, aber dann ist natürlich der Geräuschpegel auch ein bisschen höher. Da das jetzt ja ein japanisches Modell ist, ist da keine Schnittstelle drin. Also wenn ihr den haben wollen würdet und ihr möchtet den digitalisieren, dann müsst ihr tatsächlich das mit Löten und Kabeln machen und ihr müsst auch den Motorwagen komplett zerlegen. Ich habe das mal angefangen, beziehungsweise habe ich hier mal ein Foto gemacht. Da ist nämlich das Gehäuse zweigeteilt, also ihr habt einmal so einen blauen Bereich und einmal einen grauen Bereich. So, jetzt in der Kurve muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Und der graue Bereich ist praktisch die Bodenverschalung, der blaue Bereich, der ist unter den grauen Bereich eingeklipst. Da nehmt ihr als allererstes am besten die Faltenbälge von den Seiten ab und dann unten die Kupplungen rausziehen. Die sind einfach nur draufgesteckt. Die zieht ihr einfach runter und dann könnt ihr nämlich mit einem spitzen Fingernagel wunderbar das blaue Gehäuse nach oben wegziehen, beziehungsweise rausziehen aus dem grauen Gehäuse. Im nächsten Schritt müsst ihr dann den grauen Unterbauteil einfach wegmachen und das ganze Ding einfach zerlegen. Also auch die Digitrax-Decoder, die Kato-Decoder passen hier nicht auf Plug-and-Play einfach rein. Zusätzlich benötigt ihr natürlich dann nochmal Funktionsdecoder für das fahrtrichtungsabhängige Wechsellicht. Soweit, aber ich glaube, damit haben die meisten schon gerechnet. Also die meisten dieser Kato-Ganzzüge sind ja nicht wirklich leicht zu digitalisieren, außer sie sind speziell für den europäischen Markt gemacht. Müssen wir mal wieder gucken, weil der Akku ist hier schon wieder leer. So. Was kann man sonst sagen? Also wir haben wenig Druck drauf. Es ist sehr minimalistisch, dieses Modell. Ich finde es trotzdem wunderschön. Ich weiß, das wird vielen wahrscheinlich nicht gefallen. Wir haben einen ganz lustigen Pantographen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Ich weiß nicht, ob das so gehört, dass man den in alle möglichen Richtungen einfach drehen und wenden kann. Also das ist so ein X-Zickzack-Pantograph, nenne ich es jetzt einfach mal. Davon haben wir drei. Die sind auch aus Metall, was ja für Kartenmodelle eher ungewöhnlich ist. Dann haben wir natürlich noch ein kleines Zusatzteil-Set, damit wir dann noch die restlichen Isolatoren draufsetzen können. Und wir haben, jetzt muss ich glatt mal gucken, welcher ist denn der Motor? Du warst der Motorwagen, genau. Wir haben zwei Haftreifen. Reicht vollkommen aus, weil wie gesagt, das Rollverhalten ist traumhaft. Also ich weiß nicht, wieso das andere Hersteller nicht so hinkriegen. Aber das sind halt die Japaner. Da muss man dann halt Klischee-Vorurteile, gibt es ja nicht ohne Grund. Und das ist ja kein Vorurteil, das ist ja ein positives Klischee. So, machen wir das wieder zusammen. Lassen wir mich wieder fahren. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Kato-Fan. Deswegen möchte ich jetzt auch, also mein Ziel ist es tatsächlich, irgendwann mal alles, was es von Kato gibt, auch wirklich hier zu haben oder einmal mindestens in der Hand gehabt zu haben. Und ich finde, dass auch solche Exoten für unsere europäischen Bahnverhältnisse absolut ihre Daseinsberechtigung haben. Sie sind wunderbar gemacht, sie haben ein ganz tolles Fahrverhalten, sie sind fein regelbar und sie halten auch was aus. Also jetzt, wenn ich mir so eine BR82 von Pico dagegen anschaue, die ist natürlich detaillierter, wobei ich nicht sagen kann, wie detailliert jetzt dieser Zug wirklich ist, weil ich das echte Modell hier überhaupt nicht kenne, beziehungsweise den echten Zug. Aber wir haben hier wirklich 15.000 unterschiedliche Wagenböden. Ich nehme mal schon an, dass das sehr, sehr vorbildgerecht ist. Und sie halten was aus, sie sind trotzdem schön detailliert, für meine Ansicht. Und mir gefallen sie einfach gut. Diese exotischen japanischen Züge finde ich immer mehr und mehr gefallen daran. Ich finde doch, dass das ganze Kato ein Erlebnis an sich ist. Ja, weil allein, wenn diese Sachen dann hier in diesen Büchern drin liegen, man hat nicht mehr diese 15.000 einzelnen Verpackungen, die man aufmachen muss. Und man hat hier so einen Zug schön drin, bla bla bla. Das gilt ja für viele andere Sets auch. Kann die einfach schön rausholen, draufsetzen und einfach technisch auch einwandfrei damit fahren. Also man muss sich nicht großartig erst drum kümmern, Kontaktprobleme und so weiter und so fort. So, genug Gelobhudelei wieder mal auf Kato. Vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere dafür. Ihr könnt natürlich auch Doppeltraktion tatsächlich damit fahren, wenn ihr euch zwei zehnteilige Sets gönnen wollen würdet. Einer reicht vollkommen aus. Ihr seht ja, das nimmt hier den gesamten Tisch ein bei mir. Also, ich finde es halt auch schön und futuristisch irgendwie. So wie man sich einen Film in der Zukunft in den 80er Jahren vorgestellt hat. Gut. Damit soll meine kleine Vorstellung dieses Modells beendet sein. Wenn es euch interessiert, schaut doch bei mir im Shop vorbei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch was anderes bei mir im Shop findet und das interessiert euch und wenn ihr das natürlich auch bei mir kauft. Dann sage ich danke fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Daniel von spurenteile.de.